Sascha! Saschenka, aufstehen! Wie kann man denn nur seinen Geburtstag so verschlafen? Richtig, ich habe heute Geburtstag. Guten Morgen. Hast du mir denn nun? Sina? Maminka, wirklich. Mama, die sind ja prima. Diese Maike hat nur Fetja. Aber sie sind nicht neu. Die Jungen werden staunen. Werde ich denn heute Nachmittag mit meinem Kuchen auch bestehen? Natürlich, dein Kuchen besteht doch immer. Hauptsache ist, du hast genug. Du weißt doch, Fetja und Kolda hören vor dem 10. Stück bestimmt nicht auf. Na, da kannst du ganz beruhigt sein. Ich habe mit ihrem Appetit gerechnet. Na, warte! Du bist doch noch nicht auf dem Eis. Du musst dich jetzt anziehen. Oder willst du heute vielleicht im Nachthemd auf die Eisbahn gehen? Warum denn nicht? Sieh mal, so. Sag bloß, das wäre nicht etwas Besonderes. Also wirst du dich jetzt anziehen. Ich gehe ja schon. Heute wird es wohl das Beste sein, ich hänge dir einen Wecker um den Hals. Sonst vergisst du mir auf der Eisbahn die Zeit. Mama, 8 Freunde habe ich eingeladen. Da werde ich doch die Zeit nicht versäumen. Na wehe, kommst du heute zu spät. Ich habe extra für dich die Schicht getauscht. Es soll doch alles fertig sein, wenn dein Besuch kommt. Na und Tante Mascha wird wieder Eis machen und bekommst du nicht die erste Portion, ist sie beleidigt. Das weißt du. Natürlich, das weiß ich doch. Hoffentlich verteilt sie nicht wieder Bonbons und ermahnt wie kleine Kinder. Alexei! Na ist doch wahr. Du bist eben groß geworden, 13 Jahre alt. Tante Mascha will das noch nicht glauben. Sie sieht ihm immer noch den kleinen Kerl, der nach dem Krieg hierher zurückkam und in ihrer Schürzentasche nach den selbstgemachten Bonbons suchte. Nicht böse sein, Maminka. Sie ist wirklich die beste Tante auf der Welt und du die beste Mutter. Mhm. Junge, lass dir doch Zeit. Mama, ich bin noch zu spät aufgestanden. Na, heute Nachmittag bist du ausnahmsweise pünktlich. Bestimmt bin ich pünktlich. Und die Jungen wissen auch Bescheid. Um 3 Uhr sind wir alle pünktlich da. In Ruhe wollte ich mit dir frühstücken. Maminka, sei doch nicht böse. Mit den neuen Schuhen muss ich mir doch erst einlaufen. Wenn erst das große Gewimmel beginnt, geht das nicht mehr. Na, schon gut. Komm mir aber mit heiler Nase heim. Du Eislaufspezialist. Ich habe neue Schlittschuhe. Sascha, beeil dich! Wo bleibst du denn? Warte doch! Ich komme ja schon! Sascha, komm doch!
Man wartet auf dich. Was haben Sie? Ich gehe jetzt. Du kommst zu spät. Das macht nichts. Ich bringe Sie erst nach Hause. Danke. Dem Genossen Konstantin Alexejewitsch Bachtjukow zur Erinnerung an die 20. Turbine. Monteurbrigade Roter Oktober. Er schläft. Sicher geht's ihm besser. Du hörst mir gar nicht zu. Das Tollste kommt doch erst. Ich höre schon zu. Sind Sie nicht prima? Hm? Die gleiche Marke wie unsere Stadtauswahl. Die Ampel gibt also rotes Licht für die Fußgänger. Die Autos brausen los und plötzlich steht mitten auf dem Fahrdamm ein Mädchen. 4 Jahre oder so. Und ehe das einer richtig begriffen hat, ist ein Mann zwischen die Autos gesprungen und hat sie im letzten Moment auf den Bürgersteig gerissen. Mensch, das war ein Kerl. Die Kleine hat gebrummt wie am Spieß und wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Dabei hat er es eilig zum Flugplatz und nun die Kleine am Hals. Und dann? War keine Miliz in der Nähe? Na klar kam die. Und ich stand dicht daneben, als das Protokoll aufgenommen wurde. Und was meinst du, was der Mann gemacht hat? Nun sag schon. Die Miliz will ihn also mit ihrem Auto zum Flugplatz fahren, damit er sein Flugzeug noch erreicht. Aber nichts zu machen. Er putzt dem Mädchen die Nase und verspricht ihr, sie nach Hause zu bringen, weil er sonst keine Ruhe hat, hat er gesagt. Das war ein ganzer Kerl, verzichtet auf sein Vergnügen. Nanu, was ist denn mit dir los, Sascha? Ich muss weg. Aber du bist doch eben erst gekommen und wir haben noch eine Stunde Zeit. Ist egal. Hey, Sascha, dein Schal.
Hey, Sascha, was ist denn mit dir los? Na, sowas. Du bist noch hier? Ich dachte, es geht Ihnen schon besser. Ja, scheint so. Du hast mir sehr geholfen. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Ach, das ist doch weiter nichts. Ich habe sie auch nur nach Hause gebracht. Weißt du, das ist dieser verfluchte Splitter hier. Der rührt sich wieder. So viele Jahre ging alles gut und nun diese Bescherung. Ein Splitter? Was für ein Splitter? Ach Junge, ein ganz gewöhnlicher Splitter. Ein Granatsplitter. Tja, das ist schwer zu verstehen, was? Der Krieg ist schon so lange vorbei, man möchte ihn vergessen. Aber da sitzt dieser Splitter, sticht und bringt ihn immer wieder in Erinnerung. Mach dir keine Sorgen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ihn überlistet habe. Geh jetzt nur. Ich komm schon zurecht. Ich danke dir sehr für deine Hilfe. Na, du kommst meinetwegen noch zu spät auf die Eisbahn. Nein, nein, ich habe Zeit. Und überhaupt, die Eisbahn läuft mir nicht fort. Ich bleibe gern bei Ihnen, bis jemand von Ihren Angehörigen kommt. Geh jetzt nur. Du brauchst nicht zu warten. Es kommt auch gar keiner. Ja, meine Frau ist mit dem Jungen zur Großmutter nach Sapuschuk. Das sind doch Ferien. Was denn? Sie sind ganz allein? Hm. Was machen wir denn da? Nichts weiter. Ich bleib noch ein Weilchen liegen und dann geht's mir auch wieder besser. Ich hätte eben ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Aber weißt du, bei der Arbeit, da hat man keine Zeit zum Kranksein. Diese verflixten Berechnungen mit der neuen Turbine, die wollten einfach nicht stimmen. Das Elektronengehirn zeigte und zeigte einen Fehler an. Aber als wir den gefunden hatten, da klappte alles wie am Schnürchen. Nur bloß ich hab's nicht mehr bis nach Hause geschafft. Und jetzt hast du mich auf dem Hals. Ach, und der Splitter ist wirklich noch aus dem Krieg? Mhm, wirklich. Mein Vater ist gefallen. Bei Oriol hat's mich erwischt, eine Panzergranate. 3 Splitter hat man mir gleich rausgeholt. Einen vor 6 Jahren und den einen, den schleppe ich jetzt noch mit mir herum. Hm. Halb so schlimm. Das geht schon wieder vor. Ach. Soll ich einen Arzt holen? Ich kann doch schnell laufen. Nicht nötig. Nebenan. Schreibtisch. Medizin. Onkelchen, die Flasche ist ja leer. Onkelchen, was ist Ihnen? Ein Arzt. Ein Arzt muss her. Eingeladen zum Eisessen. Wir sollen sagen, wann. Was bildet er sich denn ein? Wir werden doch nicht gleich hinfliegen, wenn er ruft. Sag ihm, nächste Woche vielleicht. Och, nächste Woche? Wir haben doch morgen schon Zeit. Ach, beeilen Sie sich. Beeilt euch. Ein Kranker. Rettungsdienst. Ein Auto.
Was? Hey! Ist doch das Rettungsamt? Einen Moment. Ihr Rettungsamtzentrale. Sie müssen einen Wagen schicken. Unbedingt. Sofort. Was ist los? Der Splitter. Die Medizin. Welcher Bezirk? Zu wem? Zu dem Verwundeten. Ich meine zu dem Kranken. Zuerst einmal den Namen und die Adresse. Na, zu dem Verwundeten. Wo er wohnt. Straße, Hausnummer. Adresse? Ja. Wo wohnt er? Straße, Hausnummer. Er wohnt. Ich weiß es nicht. Nein, und den Namen auch nicht. Aber ich kann den Weg beschreiben. Meine Güte, Junge, bist du denn völlig übergeschnappt? Um eine hätte ich dich von der Straße gefegt. Aber ich wollte doch... Nein, nein, so billig kommst du mir nicht davon. Ich rufe jetzt die Miliz. Sie müssen hinfahren. Gleich. Was soll das? Was redest du hier? Nirgends muss ich hinfahren. Und überhaupt, du bleibst jetzt hier. Wer braucht diese Medizin? Der Mann. Aber es gibt sie nicht ohne Rezept. Er wird sterben, wenn sie nicht kommen. Der Splitter hat sich wieder gemuckt. Seit Oyol schon setzt er ihm zu. Wo befindet sich der Kranke? Zu Hause, ganz allein. Kennst du den Weg? Ja, erst geradeaus, dann links und dann... Schnell hier rein. Tja, Doktor, die Treppe ist verdammt schmal. Ich fürchte schon, wir werden gar nicht runterkommen. Aber Sie müssen. Oh, lass nur, mein Junge, es wird schon gehen. Wir werden ihm ein bisschen anheben, nicht wahr? Gut. Söhnchen. Doktor, er ist aufgewacht. Na? Das hat ja ziemlich lange gedauert. Sie waren bewusstlos. Was wollen Sie nun mit mir machen? Als Sie schnell ins Krankenhaus einliefern, da lässt sich nichts dran ändern. Fertig? Ja, fertig. Aber vorsichtig, jede Erschütterung muss vermieden werden. Tust du mir noch einen Gefallen? Schick meinen Leuten ein Telegramm nach Soboschuk. Gern, das mache ich. Hol Papier und Bleistift. Mein Junge hat sich die Ferien reichlich verdient. Lauter Einsen auf dem Zeugnis. Bloß 2 Zweien. Musterschüler.
Aber soll ich einen Vater allein lassen und zur Großmutter fahren? Setz dich da hin und schreib. Nachkommen leider nicht möglich. Große Turbine ausgefallen. Aber psst. Reparatur nötig. Wünsche weiter gute Erholung, Papa. Nun schreib schon. Moment mal. Ich danke dir, Söhnchen. Vergiss deine Schlittschuhe nicht. Und besuch mich mal. Fertig? Fertig. Das Telegramm erledige ich sofort. Söhnchen hat er zu mir gesagt. Bitte könnten Sie vielleicht... Ich habe es sehr eilig. Es ist sehr wichtig. Tja, sich bis zum letzten Moment auf der Eisbahn rumdrücken und dann Wunder, wie eilig haben. Nachkommen nicht möglich, große Turbine ausgefallen. Papa, 55 Kopeken. Bitte geben Sie mir noch einmal zurück. Ich habe etwas vergessen. Bitte? Liege im Krankenhaus, verdammter Splitter, verdammter Splitter macht mir wieder zu schaffen, kommt sofort, Papa. Liege im Krankenhaus, Splitter macht. Dieser Peter läuft Ski und wer weiß noch was. Und sein Vater liegt im Krankenhaus. Also wenn ich einen Vater hätte, ich würde ihn niemals allein lassen. Natürlich müssen die Angehörigen vom Urlaub zurückkommen, wenn er niemanden hat. Hm? Wenn er niemanden hat? Nein, so ist es nicht. Ich bin ja da. Wozu brauchen wir da diesen Peter? Das erste war schon richtig. Bitte. 55 Kopeken. Halt! Du bekommst aber 45 zurück! Junge, du bist ja immer noch da. Ich hab dir doch schon vor 2 Stunden gesagt, komplizierte Operationen dauern immer länger. Aber vielleicht wissen sie doch etwas. Man kann noch gar nichts sagen. Komm! Morgen kannst du dir Bescheid abholen. Bestimmt. Wissen Sie nicht, wie es Bachtjukow geht? Bachtjukow? Ja, ja. Ein Rettungswagen hat ihn hierher gebracht. Zu uns kommen Sie alle mit dem Rettungsauto. Überlegen Sie doch bitte noch einmal. Bachtjukow? Mit dem Granatsplitter? Ja, ja, der. Ist ein schwerer Fall.
Ich werde mich mal erkundigen. Aber eigentlich haben Kinder hier keinen Zutritt. Bitte. Na schon gut. Es handelt sich ja hier um einen besonderen Fall. Dein Vater ist immer noch im Operationssaal. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Das ist schöne Schlittschuhe. Klasse Marke. Damit hast du bestimmt schon manchen Wettkampf gewonnen. Um deine Fahne brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Es war eine schwere Operation. Aber es ist alles gut verlaufen. Wird er bald gesund? Nein, ein bisschen wird es schon noch dauern. Bis die Bäume grün sind, wird er das Bett hüten müssen. Bist du zu ihm? Aber nur 2 Minuten. Ehrenwort? Ehrenwort. Na dann komm. Hier bringe ich Ihnen jemanden. Einen guten Sohn haben Sie. Während der ganzen Operation hat er im Aufnahmeraum gesessen. Er hat sich große Sorgen um Sie gemacht. Danke. Ja, einen zweiten guten Sohn habe ich heute bekommen. Ist sie raus? Ja. Setz dich. Nun warst du heute gar nicht Schlittschuhlaufen. Nein, überhaupt nicht. Und es tut mir auch nicht ein bisschen leid. Ich möchte dir was zeigen. Da auf dem Tischchen muss es liegen. Ist das der Splitter? So ein winziges Ding, was? Und wollte mich so viele Jahre nach dem Krieg noch umbringen. Aber du und der Doktor, ihr habt ihn überlistet. Das ist schon ein Grund zur Freude. Für uns alle drei. Und wenn du willst, nimm ihn dir mit. Heb ihn auf. Zur Erinnerung an den letzten großen Krieg. Danke. Ich danke Ihnen sehr für alles. Darf ich wiederkommen? Bis zum Frühling wird Ihnen die Zeit langfällig werden. Komm nur. So oft du willst, Söhnchen. Zwei Minuten nur hat der Arzt erlaubt. Na, irgendeiner muss sich doch um den kranken Vater kümmern. Ich komme wieder. Ich komme bestimmt wieder. Mama, sei doch nicht böse. Wasch dir die Hände und nimm dir dein Abendbrot. Es steht in der Küche. Ja, gar nicht benutzt. Mama, ich konnte nicht kommen. Wirklich. Ich konnte ihn nicht allein lassen. Er hatte solche Schmerzen und dann... Du sollst essen, habe ich gesagt. Mama, man durfte ihn nicht allein lassen.
Du musst mir glauben. Der Arzt hat gesagt, ich habe ihm das Leben gerettet. Alle waren hier. Als es ihnen zu lange dauerte, haben Mitya und Kolja dich auf der Eisbahn gesucht. Sie... Sie haben dich auf der Eisbahn gesucht. Ich war nicht auf der Eisbahn. Das habe ich schon gesehen. Der da war schuld. Das ist der Splitter einer faschistischen Granate. Damals hat er Nikolai Konstantinowitsch getroffen. Und bis heute hat er ihn gequält. So ein kleines Stück Krieg. Aber wir haben ihn überlistet. Und ich muss ihn aufbewahren, es ist wichtig. Komm, ich erzähl dir alles.